Hey Freunde, willkommen zurück zu Lost Ember. So, wir sind im Tempel angekommen, beziehungsweise zurückgekommen, würde ich jetzt eher sagen. Das haben wir uns schon angesehen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. So. Test. Ich glaube, wir sind hier richtig. Wenn nicht, müssen wir unten den anderen Weg nehmen. Ah, doch, das sieht schon ganz gut aus. Das sieht schon ganz gut aus. So, jetzt gehen wir hier hoch. Okay, hier ist nichts. 100%ig hätte ich die andere Höhle nehmen müssen. 100 pro. Wobei. Bin ich hierher gekommen? Sieht alles so gleich aus. Das sieht alles einfach so gleich aus. Ich hoffe, wir sind richtig, ja, oder? Yep, wir sind richtig. Nice. Okay, jetzt habe ich so mit einem richtig heftigen Intro gedacht oder irgendwas, aber leider war es doch nichts. So. Komm, hier ist doch bestimmt was. Komm. Na? Na? Okay, das war jetzt aber mehr Krampf als alles andere. Okay, hier ist auch nichts. Schade, das hat sich gerade so richtig angeboten, dass hier irgendwas ist. So. Na dann. Ab zum Tempel, würde ich sagen, wa? Was haben wir hier? Kann man hier durchfliegen? Das sieht echt extrem so aus, als ob hier immer irgendwas ist, ne? Hallo? Und? Geht das hier? Nee. Ah, das sieht immer so aus, als ob man da irgendwas machen kann, ne? Aber ist scheinbar nicht so. Na dann, fliegen wir mal kerzengerade rüber. Was ist das? Miau. Boah, das sieht ja mal richtig mega aus, ja. Hallo. Das mache ich auch jeden Morgen. Das ist schön als Gymnastik, einfach mal eine Runde fliegen. Sturzflug. Ach lol. Man muss erst tiefer fliegen, damit man das sieht. Was passiert hier? Aufstände. Überall. Das ist dein Werk. Uff. Kann ich da nichts dafür, hallo? Schneller! Ich glaube, umso doller man die Leertaste drückt, umso schneller fliegt er. Nein. Aha, haben sie sich also hinterm Stein versteckt? Wie sieht's hier aus? Oh, was geht denn hier, ey? Das war hier Krieg oder was war hier? Dann gehen wir mal weiter rein. Und rein in Erinnerungsfetzen. Ganz schön mutig von dir, so in den Palast des Herrschers einzubrechen. Mir gefällt nicht, wo das hinführt. Ja, ich habe auch so eine dumme Idee. Hier ist es dunkel. Aber du hast ja mich dabei. Du Mama Licht, Boy. Komm, Mama Licht. Krass. Okay, wir gehen mal eine Etage höher. Hallo.
Na, 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 na. Okay, da geht's noch lang, aber... Leute, ich hab was entdeckt. Haha! Was haben wir gefunden? Kleine Figur einer Frau. Wo ist sie? Hier. Jemand hat eine einfache Steinfigur gemeißelt. Alles klar. Können wir jetzt hier hoch auch, oder? Ah ne, ich glaube, wir müssen doch schon auf der anderen Seite hoch. Wo wir jetzt gerade schon waren. Boah, man kann hier gar nicht so richtig schön viel erzählen, weil diese Atmosphäre des Games einfach so krass ist und du einfach nichts sagen möchtest. Waren das Freunde von dir? Gefangen genommen von den Tempelwachen? Habe ich das Gefühl, war ich schon mal. Irgendwie gerade wirklich so das Gefühl, irgendwie ein Déjà-vu. So. Ah. Kleiner Steinjunge. Wo war man? Da. Jemand hat eine kleine Figur eines Jungen gemeißelt, vielleicht für einen Verwandten. Okay. So, jetzt gehen wir hier hoch. Aber ich kann kein Déjà-vu haben, weil wir haben hier neue Sachen gefunden. Da leuchtet doch was, ne? Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Komm her. Ist irgendwo hier. Du! Renn, mein Kleiner, renn! Oder roll! Das mit den Rollen ist so geil. Ha, ich wusste es doch. Ich hab's doch schimmern sehen. Was haben wir jetzt? Kleine Medizinflasche. Wo ist die denn? Ach, hier. Das Fläschchen wurde für Medizin benutzt. Okay. Das Schwein ist so geil. So, jetzt geht's hier hoch. Dieser Palast ist atemberaubend, nicht wahr, Wolf? Mega ist der. Wie viele Menschen es wohl brauchte, ihn zu errichten? Mindestens ein. Überleben eines Musikinstruments. Das findet man den ganzen Kram, der zurückliegt, oder was? Eigenartige Gebilde könnte ein Musikinstrument gewesen sein. Sieht ein bisschen danach aus, ne? Oh. Wir sind im Thronsaal. Unglaublich, dass ich zurück bin. Na? Jetzt stürme ich einfach rein und mach den nieder, oder was passiert jetzt? Gesagt, getan, Angriff! Oder werden hier mal mehr? Ich muss sagen, ich hatte ganz schön Eier.
Jetzt die Frage, hat er das für die Freiheit getan? Dass alle frei sind, oder? Also so sieht das nämlich aus. Aber dadurch, dass er alles niedergebrannt hat, sieht das mir doch nicht so aus. Krass. What the fuck, wo kommt der denn her? Klar, ihm nach. Hinterher. Ja, ich bin voll schnell. Hier wird nicht gebremst. Das ist echt nicht für schlechte Augen, Leute. Okay. Bin jetzt ein Pfostenkopf in die Trip. Geht auch nicht. Bist du jetzt zufrieden? Ist deine Rache vollkommen? Denn jetzt habe ich keine andere Wahl, als den Herrscher deinen Kopf zu bringen. Das warst du, Kalani, nicht ich. Wenn wir uns wiedersehen, muss ich dich töten. Heftig. Ist dir eigentlich klar, was du getan hast? Deine Revolution kostete uns unsere Stadt. Warum sollte ich dir überhaupt helfen? Warum? Du hast bekommen, was du verdienst. Lass mich einfach in Ruhe. Oh. Dass es dir jetzt leid tut, ändert nichts.
Vielleicht bin ich so gestorben. Durch deine Hand. Die Stadt des Lichts sei dir für immer verwehrt. Was ist mit ihm jetzt? Hallo? Tja, das war wohl ein Griff ins Klo, würde ich sagen. Okay, wir gehen ihn trotzdem mal hinterher und mal gucken, was er so... Ob er doch vielleicht noch irgendwas für uns hat. Wo ist er denn jetzt so? So, jetzt gucken wir mal hier hoch. Hier, das sieht ganz gut aus. Da haben wir was. Knochenflöte. Was ist denn eine Knochenflöte? Ein Musikinstrument, handgefertigt aus Tierknochen. Die Tonfarbe jedes einzelnen war vollkommen einzigartig. Okay. Was ist der denn jetzt auf einmal so? Was ist mit ihm? So. Da oben ist er. Ist hier noch irgendwas? Boah, das sieht voll so aus, ne? Bin ich hierher gekommen? Ah, hier bin ich hergekommen. Zwar nur eine andere Abzweigung, alles klar. Run, boy, run. Gucken, ob wir uns wieder versöhnen mit ihm. Ich hoffe es ja. Aber mal gucken, wie er drauf ist. Er war ja schon pisst ein bisschen. Ah, er kommt doch. Wenn das der Grund für deine Verbannung ist, glaube ich nicht, dass du jemals Erlösung finden wirst. Du hast das sicher nicht gewollt, aber... Deine Revolution führte doch zu all dem. Aber vielleicht verdient jeder eine zweite Chance. Komm, wir sind ein Team. Oh. Und ich. Ja. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Es gibt einen Ort, an dem sogar du Erlösung finden könntest. Der Sonnentempel. Hoch oben im Gebirge. Hä? Wo unsere Urahnen der Stadt des Lichts so nahe gewesen sind. Oben, über allem, was auf Erden lebt. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Wenn wir es dahin schaffen, ah, ja, kannst hier. Du bestimmt um Vergebung bitten. Was dir wohl nach dem Gefecht im Palast zugestoßen ist. Sie müssen dich mit allem, was sie hatten, gejagt haben. Die müssen mich aber richtig gejagt haben, ey. Dieses Durchbrechen finde ich auch immer so richtig geil gemacht, so. Jetzt zack! Geil. Moment, jetzt da drüben fest. Hey, komm.
Geil, ich bin wieder ein Fisch. Ich habe Erfolg gekriegt. Die Welt ist mein Zoo. Boah, geil. Boah, das wollte ich denn echt auch mal machen, ne? So was hier mit dem Arsch runterrutschen oder so, das ist bestimmt mega. Hier hoch. Ah, ich muss da durchfahren. Wie geil ist das denn gemacht, bitte? Juhu! Tschu! Jetzt wird gleich so, nehmen Sie Tor 1, 2 oder 3. Und... Juhu! Hey, Waffelburg. Hallo? Ah ja. Toll, jetzt hab ich verpasst. Kann ich ja nicht springen? Gar nicht. Oh, jetzt. Von der Megasprung. Ja. Jetzt bin ich irgendwie an der Wand abgeprallt. Und Erfolg gekriegt. Planschen. Was ist denn Planschen? So, dann gucken wir doch mal. Wie war das nochmal? So war hoch und so war runter, genau. Ach so. So, dann wollen wir mal weitergehen. Wie geil ist das? Ich finde das so geil gemacht, ne? Wuhu! Ja, warte, ich... So. Wäre dann schon richtig, ne? Wenn er nicht, dass er drauf geht. Cool wäre, wenn er noch aus dem Wasser kommen würde und sich so schütteln würde. Das wäre cool gewesen. Landschaftsbaulehrling. Wieder einen Erfolg gekriegt. Ja, warte mal, haben wir hier noch irgendwas, was man entdecken kann? Nö. Okay, das sieht cool aus. Boah, das sieht so grafisch so geil aus, ne? Geil ist das denn gemacht, bitte. Ich bin ein Schwarm voller Glühwürmchen? Okay, 1, 2 oder 3 geht nicht. Geil ist das denn. So ein Glühwürmchenfeld würde ich gerne in echt auch mal treffen. Guck ich mir das mal an, ey, wie geil das aussieht. Das ist ja richtig mega. Voll geil, Mann. Aber auch wirklich das ganze Feld, ne?
letzte Mal jetzt bei Bauer sucht Frau oder was? Du siehst bestürzt aus. Das solltest du auch sein. Der Preis war viel zu hoch für diese Revolution. Somit würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von Lost Ember. Und lasst eine Bewertung da, Leute. Und ciao, bis zur nächsten Folge.